Moin Leute und ein herzliches Willkommen zur ersten Episode dieser Karriere hier in EAFC 24. Ich sag noch nicht, mit wem wir das jetzt machen, weil ich das ganz gerne so ein bisschen auflösen möchte. Ich werde es, denke ich mal, auch nicht im Thumbnail und im Titel direkt verankern, sage ich mal. Das ist jetzt auch nicht nur ein, ja, wir machen sie mit dieser Karriere, haut rein, bis zum nächsten Mal, sondern wir werden jetzt auch schon uns den Kader dann am Anfang angucken und so weiter und so fort. Übrigens, das ist mal das neue Menü. Ich weiß auch nicht, ob ich erst das Video bringe oder ich werde erst dieses Video bringen und dann, was hat sich alles verändert im Karrieremodus? Da werde ich auch nochmal ein gesondertes Video zu machen. Aber hier haben wir jetzt mal die Abstimmung. Und ich würde sagen, wir gehen hier tatsächlich von unten nach oben. Wir haben ein paar Abstimmungen haben wir gehabt und zwar insgesamt 64 Stück. Und ich würde sagen, wir fangen unten an. Von den 64 Abstimmungen haben 8 für Heidenheim gestimmt. Das bedeutet, das wird nicht der Aufsteiger aus der ersten Bundesliga und dementsprechend leider nicht ein Road to Glory kann man in der Hinsicht sehen. Auf dem vorletzten Platz haben wir einen Drittligisten. Es ist der MSV Duisburg geworden. Die Zebras, auch leider nicht die Mannschaft, mit der ich meine Karriere in EAFC 24 machen werde. Springen wir weiter. Und da haben wir den zweiten Erstligisten mit Borussia Mönchengladbach. 9 Stimmen, gleich viele wie Duisburg gehabt. Also werden wir leider auch nicht mit den Fohlen eine Karriere starten. Kommen wir zu Platz 3. Da kommt ein Zweitligist. Ja, welcher wird es wohl sein? HSV oder Hansa? Es ist der Hamburger Sportverein. 10 Stimmen haben die bekommen. Das bedeutet, auch mit den Rothosen werden wir keine Karriere machen. Jetzt sind noch 2 Vereine übrig und Platz 2 geht an 1860 München. Nur 1 Stimme weniger als Platz 1. Hansa Rostock, 2 Stimmen weniger, sorry. 15 Stimmen für Hansa Rostock. Das ist der Verein, mit dem wir die Karriere heute starten werden. Beziehungsweise, ja, heute geht's los. Ich bin gespannt mit der Kogge vom Ostseestadion. Ich kann mir vorstellen, dass das schon relativ gut werden kann. Die Sache allerdings ist auch, wir kommen gleich zu den Sachen, wo ich dann vielleicht auch nach dem Video erstmal eure Hilfe brauche. Und nein, es sind nicht nur Transfers. Also Leute, wir starten ja eine neue Management-Karriere. Übrigens, die Spielerkarriere heißt jetzt hier Profikarriere. Das ist nicht mehr unter einem Reiter geführt, aber ist erstmal egal. Neue Management-Karriere. Wir werden heute auch noch kein Spiel spielen. Ich werde jetzt mal alles Mögliche jetzt so mit euch besprechen dann. So Leute, und jetzt werde ich erstmal meinen Trainer erstellen. Sportjacke. Ja, das kommt, das ist cool. Die nehmen wir. Nee, komm, wir tragen Vereinshoodie und dann in, ja genau, hier in Weiß. Die sind neu, die sehen cool aus. So, wir wählen einen authentischen Club. Wir bleiben in der zweiten Bundesliga. Es wird mir immer Schalke vorgeschlagen, weil ich ja Schalke-Fan bin, das ist ja klar. Aber ich glaube, wir sind gleich direkt neben den Schalkern. Alles klar. Der FC Hansa Rostock ist also unser Verein. Wir sehen hier, ich lese es euch mal kurz vor, ist unter meiner Facecam. FC Hansa Rostock wurde 1965 gegründet. Seine Spiele absolviert der Verein in Rostock. Der Verein ist derzeit Mitglied der zweiten Bundesliga. Wir haben ein Transferbudget von 5,4 Millionen und einen Vereinswert von 12,8 Millionen. Und ich muss sagen, ich fand den Trikotsponsor 28 Black, den fand ich immer ganz cool eigentlich, weil mir das Zeug früher auch geschmeckt hat. Inzwischen trinke ich nicht mehr so viele Energy Drinks. Finanzen und Nachwuchsentwicklung ist hier hoch und ich finde, das ist okay. Ah, stimmt ja, das Ostseestadion ist nicht drin. Leute, ich muss eben gucken, wie das Ostseestadion aussieht, denn ich möchte das ja mit reinbringen. Und ich glaube, damit sind wir durch. Es ist jetzt natürlich nicht hundertprozentig ähnlich zum richtigen Ostseestadion, aber ich versuche hier einfach mal, das so gut wie möglich hinzubekommen. Das hier sind meine Einstellungen. Ich spiele auf Legende, 4 Minuten. Ja, Transferfenster ist natürlich offen. Ich will die Verhandlungshärte auf streng machen. Und damit haben wir hier unsere Vorstellung. Wir haben unsere erste Konferenz in der Hinsicht. Der neue Trainer von Hansa Rostock heißt Devil Block. Ich frage mich, warum wir in der Hinsicht hier die Nummer 1 bekommen. So Leute, kommen wir jetzt zur ersten neuen Sache im Karrieremodus. Und zwar können wir ein Taktikkonzept festlegen. Ich weiß leider nicht, wie Hansa Rostock in der zweiten Bundesliga taktisch spielt. Es gibt dort ein paar Vorschläge. Ich muss jetzt natürlich erstmal eins auswählen. Falls ihr da komplett anderer Meinung seid, dann schreibt das bitte unbedingt rein. Wir können das auch sofort ändern in der nächsten Folge. Aber wir haben jetzt hier zur Auswahl, haben wir hier Flügelspiel, Tiki-Taka, Gegenpressing, Abwehrriegel und Konter. Ich glaube, dass Hansa mehr eine Kontermannschaft ist. Also auf jeden Fall kein Abwehrriegel, das würde ich nicht sagen. Gegenpressing ist glaube ich auch nicht Hansas Stärke alleine, weil man nicht die ballbesitzstärkste Mannschaft ist.
Deswegen würde auch Tiki-Taka nicht reinpassen, beziehungsweise auch nicht dominant, sage ich mal. Also Schalke werden gegen Pressing spielen, weil sie halt Absteiger sind aus der ersten Liga und man sieht, das funktioniert nicht. Deswegen würde ich eher auf Konter gehen. Deine Mannschaft bevorzugt es, eine risikoarme Spielweise und steht tief. Deine Profis verteidigen den eigenen Strafraum und bringen den Ball nach Balleroberung schnell zu den eigenen Offensivkräften, um hinter die gegnerische Abwehrlinie zu gelangen. Und ich würde sagen, dass das schon passen könnte. Ja, Aufbauspiel, langer Ball, Läufe in die Spitze. Wie gesagt, wenn ihr anderer Meinung seid, dann schreibt es unbedingt rein. Wir haben jetzt hier die nächste Sache, und zwar Coaches. Und zwar ist es jetzt in FIFA so, dass ihr hier verschiedene Coaches habt für die einzelnen vier Bereiche eures Spielfeldes. Also Tor, Abwehr, Mittelfeld und Sturm. Wir sehen oben rechts unter meiner Facecam, ich mache die mal kurz weg. Wir haben hier ein Wochenbudget von 105.000 Euro an Wochenbudget, wie gesagt. Und ich glaube, da sind einerseits sind jetzt dort die Coaches drin und ich glaube, da könnten auch die Spieler mit reinkommen. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde auf jeden Fall jetzt mal für jeden Bereich einen Coach holen und ich brauche mit Christopher Dietrich unbedingt reingehen. Und wenn ich sage, ich will auf Konter spielen, dann will ich, dass meine Defensive gut steht. Deswegen Christopher Dietrich wird mein Coach für die Abwehr. Der hatte auch beste Bewertungen für die Torwartposition. Und ich würde sagen, vier Coaches reichen erstmal. Ach, guck mal. Wir sehen hier ja, auf was die letztendlich spezialisiert werden. Und wenn wir auf Konter spielen, dann ist Christopher Dietrich schon mal ein richtiger Mann. Währenddessen Lukas Bender eher was für Abwehrriegel wäre. Also der ist nur für Abwehrriegel praktisch Experte. Sonst ist er halt auch ein Neuling. Und damit sind wir im altbekannten Karrieremodus-Übersichtsmenü drin. Geh jetzt erstes mal ins Postfach. Denn wir haben ja sicherlich auch ein Jugendakademie. Bericht. Zu den Trainingsplänen kommen wir auch gleich nochmal. Wir haben auch unseren ersten Scouting-Bericht, wobei ich da einiges dann tatsächlich auch überarbeiten werde. Vorstandserwartungen können wir uns jetzt mal direkt angucken. Drei Spieler unter 20 Jahren mit einem Potenzial, den das Durchschnittsgesamtwert-Ding da erhöht, ne, überschreitet. Und zwei Spieler aus der Jugendakademie verpflichten Verteidiger. Da haben wir 10 Siege in Heimspielen. Mal gucken, ob wir das schaffen. Mittelfeldplatz belegen und ins Achtelfinale einziehen. Haben wir ja ein super Talent. Laut Gesamtstärke eher nicht und wir haben hier tatsächlich gar keins. So, blicken wir mal unter dem Punkt Teamstrategie. Das ist ja genau das, was wir hier gerade hatten. Deswegen, hier kann ich dann nochmal abändern, wenn ihr der Meinung seid, dass ich hier was anders machen soll. Und bei der Mannschaft gibt es den Punkt, wo haben wir es? Ne, hier Trainingsplan. Da kann ich jetzt für einzelne Spieler tatsächlich einstellen, wie ihr Training sein sollen. Wir sehen hier rechts haben wir das, haben wir die drei lilanen Balken und links haben wir die drei blauen Balken. Und den könnte ich jetzt hier beispielsweise bei Damian Rosbach, kann ich den hin und her verschieben, wo er halt seinen Fokus hinlegen soll, auf Energie oder Fitness. Beziehungsweise Energie oder Bissigkeit. Schreibt mal gerne rein, wie ich mich dort verhalten soll. Hansa Rostock spielt in einem 3-5-2 mit Kai Pröger, heißt er, glaube. Und Perea vorne in einem Doppelsturm. Auch mal was anderes. 1,80 Meter und 1,77 Meter groß. Dann haben wir hier einen Ingelsson. Schumacher mit Tempo ist gut. Dressel, Bachmann und Neidhardt. Neidhardt tatsächlich ziemlich langsam für die rechte Außenbahn. Dann haben wir noch Van der Werf. Rosbach, der ist glaube ich schon etwas länger da. Und Rossipal. Als linker Außenverteidiger in der Dreierkette mit 1,84 Meter ist okay. Sebastian Vassiliadis, den kenne ich auf jeden Fall. Der würde auch meiner Meinung nach in die Startelf kommen. Der hier, ist der vom HSV? Da bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall auch ein Innenverteidiger, den ich dann tatsächlich auch aufstellen würde. Oh mein Gott, was ist mit Lukas Hinterseher passiert? Also wir haben viele Spieler. Bühler, okay. Aber wenn ich mir den Kader jetzt so angucke, Neidhardt, ja, ich weiß nicht, soll ich auf Fünferkette stellen? Weil Fünferkette würde ich besser finden als Dreierkette. Schreibt dort auch mal gerne was rein. Ich würde es, wie gesagt, dann in 5-3-2 machen. Das wird dann sehr laufintensiv für Schumacher und Neidhardt werden. Aber ansonsten würde ich jetzt auch erstmal schnell euch zeigen, wen ich denn verkaufen würde. Beziehungsweise wer auf die Liste einfach kommt. So, Leute, wir gucken mal auf die Transferliste, wen ich draufgesetzt habe. Es sind nicht viele Spieler. Wir sortieren mal kurz nach Position. Ich bin ganz ehrlich, diese Spieler werden wahrscheinlich kaum spielen bei mir, deswegen habe ich sie auch auf die Transferliste gesetzt. Das sind auf einmal oder drei Arten, sage ich mal. Die erste Art sind Jugendspieler von Hansa, die wahrscheinlich in FIFA nicht das dicke Potenzial haben und die wahrscheinlich auch keinen Einsatz jetzt von Anfang an bei mir bekommen, deswegen entwickeln sie sich nicht. Und das sind Felix Ruschke, Luis Köster und Miloš Brošovský.
Des Weiteren haben wir auf zwei weiteren Positionen ein absolutes Überangebot. Auf der linken Mittelfeldposition haben wir echt viele Spieler. Lukas Scherr, Vertrag läuft aus. Ich würde noch ein bisschen Geld mit ihm machen. Und wir haben sehr viele linke Mittelfeldspieler. Und des Weiteren noch Lukas Hinterseher. Ich bin mir nicht sicher, ob er erst neu zu Hansa Rostock gekommen ist. Aber ich glaube, dass wir mit zwei anderen... Also wir haben noch drei weitere Stürmer. Ich glaube, wir brauchen noch nur drei Stürmer, obwohl wir Doppelspitze spielen. Ich glaube nicht, dass Lukas Hinterseher dort passt, weil ich will es ja wirklich schnell über Konter spielen. Und wenn wir uns den Spieler mal angucken, dann sehen wir, dass er 34 Tempo hat. Und das bringt uns eigentlich schon zu der Sache. Ich würde, wie gesagt, auf Fünferkette stellen, nämlich das 5-3-2. Das würde ich eher spielen wollen. Ich würde, wie gesagt, für die rechte Verteidigung würde ich unbedingt jemanden holen wollen. Und in der Hinsicht ist es dann leider auch so, dass Schumacher, beziehungsweise wir brauchen einen Außenverteidiger. Wir haben jetzt hier zwar ein paar Leute. Neidhardt würde ich dann auf die andere Seite stellen, weil er halt schwacher Fuß, 4 Sterne hat. Aber mit den beiden Außenverteidigern weiß ich nicht, ob ich damit arbeiten kann. Wir hätten hier noch einen Rossi Pall, aber ansonsten wird es schwierig. Das Problem ist auch ein bisschen, dass wir ziemlich viele Spieler auf dem gleichen Niveau haben. Ich glaube hier diesen Amugu Nkor, den könnte man ruhig mal... Der ist 23 und der bringt ein bisschen Tempo mit für die Innenverteidigung. Dass wir dem ruhig mal ein bisschen Spielzeit geben. Mit Van der Werf und mit David oder David, ich weiß noch nicht, wie man den ausspricht, ob englische oder deutsche Aussprache, haben wir auch noch zwei Leihspieler, sowie auch Perea, der ist auch ein Leihspieler. Da müssen wir mal gucken. Also meine erste Baustelle wäre, dass wir zumindest auf einer von den beiden Positionen ein äußerst schnellen Spieler holen. Ob ich jetzt dann einen Mann für Strauß vor die Nase setze, oder für Neidhardt, den dann vielleicht als LAV erstmal umtrainiere, weil er halt tatsächlich besser wäre. Das müssen wir mal gucken. Ansonsten sind wir eigentlich gut besetzt. Ich würde Vassiliadis in die Startelf nehmen für Bachmann. Und dann würde ich euch jetzt nochmal kurz sagen, wie ich die einzelnen Sachen hier spielen würde. Taktikkonzept ist Konter. Das ist ihr müsst mir mal sagen, auch ob Pröger die Freistöße schießt. Ich glaube ja, weil er scheint mit die besten Werte hier zu haben in unserer Mannschaft erstmal. Und ich würde sagen, so wird zur Mannschaft. Also schreibt mal gerne Außenverteidigerposition rein. Beziehungsweise ich werde auch mal kurz die Scout-Aufträge ändern. Wir haben hier schon einen Scout-Bericht drin, ja, aber oftmals sind da Leute drin. Da könnte jetzt ein Leroy Sané drin sein. Aber ich finde, so ein Spieler kann auch ruhig 30 sein. Er sollte auf jeden Fall Stammspielerqualität mitbringen und sollte defensiv und, ja, ich würde sagen, er sollte passen können. Mal gucken, ob wir sowas finden können. Das gleiche mache ich jetzt nochmal für die linke Seite. Und ansonsten, ich sehe hier gerade, Julien Duranville. Für Transfervorschläge, bitte schreibt mir keine Standardtalente rein. Ich möchte jetzt nicht hier einen Duranville holen oder was sind jetzt hier, ich will auch kein Mukoko oder sowas haben, weil das ist, macht mir persönlich keinen Spaß. Ich meine, ihr könnt, es ist eine Karriere, wo ihr mitentscheiden dürft, ja, aber es war beispielsweise, letztes Jahr waren teilweise auch Spieler dabei, wo ich mir so dachte, ja, okay, nicht bei mir. Wir können ja auch ein bisschen versuchen, mit Laien zu arbeiten, was das angeht. Hier sehen wir mal, das sind schon Braden Manu. Der ist cool eigentlich. Wir können bestimmt auch mal irgendwen aus den Scout-Aufträgen dann durchaus auch mal anschauen. Einschätzung ist besser als Erfahrung und ich finde 4 Sterne Einschätzung sind okay. Ich würde auch direkt mal in Deutschland scouten. 6 Monate würden dort reichen für alle Bereiche, für alle Positionen. Und ich würde es auch erstmal bei einem Scout belassen, denn wir haben nicht so viel Transferbudget. Dann würde ich jetzt mal bis zum Einladungsturnier simulieren. Und hier werden wir versuchen, so viele wie möglich Kohle mitzunehmen. Und da würde ich dann nicht unbedingt das beste Turnier nehmen, was das meiste Geld bringt, sondern ich würde auf das sichere Geld gehen. Und ich glaube, das hören wir auch nur, wenn wir an dieser Champions Trophy teilnehmen. Mit Empoli, Edense aus Spanien. Lausanne, weiß nicht, ob man die so nennt, die Stadt in der Schweiz, ich kenne sie auf jeden Fall, Stettin aus Polen, Laval, Salernitana und Ajaccio. Bei Ajaccio hat übrigens Guillermo Ochoa damals gespielt, der mexikanische krasse Torhüter. Und ich würde sagen, das war's, wie gesagt, mit der ersten Folge. Wie gesagt, schreibt gerne unten Transfervorschläge rein. Ich gucke nochmal schnell auf den Kalender, ob jetzt irgendwie auch direkt irgendwas ansteht. Ich würde, wie gesagt, 1 Monat mitnehmen. Das bedeutet, wir haben Spiele. Die Vorbereitungsspiele, die werde ich nicht selbst spielen, da werde ich mal ein bisschen rumexperimentieren. Aber wir haben 2 Ligaspiele. Die Liga beginnt hier sehr früh, habe ich das Gefühl. Das bedeutet, unten in der Videobeschreibung findet ihr eine Abstimmung. 2 Spiele werdet ihr finden. Entweder zu Hause gegen Greuther Fürth oder gegen den SVW in Wiesbaden. Ich werde 1 Spiel davon selbst spielen. Also gerne dafür auch abstimmen. Steht denn unser Pokalgegner fest? Ja, es ist der FC Kaiserslautern. Okay. Wie gesagt, das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like unter diesem Video da. Abonniert den Kanal. Macht's gut. Haut rein.
Ciao. Also werden wir leider auch nicht mit den Polen eine Karriere starten. Kommen wir zu Platz 3. Da kommt ein Zweitligist. Ja, welcher wird es wohl sein? HSV oder Hansa? Es ist der Hamburger Sportverein. 10 Stimmen haben die bekommen. Das bedeutet, auch mit den Rothosen werden wir keine Karriere machen. Jetzt sind noch 2 Vereine übrig und Platz 2.